Also Leute, der Belt ist secured, Mama ist tot und es ist Zeit für neue Challenges, neue Belts, neue Checks, du weißt. Und jetzt haben wir einen Vlog gemacht über das Wochenende vom NFC. Ich hoffe, es gefällt euch. Let's go! Wir sind jetzt da, wir sind vom letzten Mal Finale. Letztes Mal, dass wir auf die Tischlung fahren. Und jetzt holen wir die Scheiße zurück, Alter. Auf Zürich? Holen wir die Scheiße auf Zürich, den Titel. Voll bist du klar, Alter. Wir haben schon heute trainiert. Mit dem Benny am Morgen jetzt trainiert. Mit dem Pro-Team und mit dem Yasu und aus Deutschland bin ich gegangen. Und man, wenn ich jetzt alleine bin, dann kann ich gerade so gut aufgehen. Hast du wirklich etwas Geld gemacht? Ja, die letzte Cardio-Session war schon krass dort. Gell? Die hat mir schon geholfen. Ja Mann, jetzt sind wir da im Hotel angekommen, vor 2 Minuten, jetzt sollte ich mich noch ein bisschen bewegen. Ja geil, was liegt jetzt noch? Was liegt jetzt noch? Dann machen wir ein paar Headshots. Also, von wo sind wir gekommen, was liegt noch? Erzähl. Ja, jetzt sind wir gekommen, heute Morgen, heute über den Tag sind wir... 7 Stunden sind wir ab. Die 1 sind wir abgefahren, 7 Stunden sind wir gefahren. Was spielen? Nicht anders mehr als das. Was machen wir? Mein ganzes Leben, mein ganzes Jahr auf den Moment gearbeitet. Das ganze Leben? Ja, mein ganzes Leben, ja. Das ganze Leben 22 ich... Jahre. Ja, Moment vorbereitet. 22 Jahre am Schaufeln. Und jetzt zählt's, Bro. Niemand hat mich gekannt, niemand hat einen Tick auf mich gegeben. Aber jetzt, Bro. Jetzt bin ich da im Bellator Pulli, im Maritim Hotel und alles ist mir zahlt, Bro. Und ich verdiene mehr als der scheiß Max Koga, also fuck you, Alter. Yo, late night im Hotel. Es ist Donnerstagabend. Let's go, babe. Der Bruder ist am Stonen. But it's all good. Bald bin ich am Stonen. Aber zuerst muss mal die Work gemacht werden. Ah! Manchmal, wenn ich kämpfe, wenn ich dann an den Kampf denke, wäre ich schon sehr nervös. Aber ich spare mir die Energie für vor dem Kampf. Wenn man mich so beobachtet vor dem Kampf, bin ich immer ruhig. Ich tue mich nicht bewegen oder so, ich schaue einfach meinen Gegner an. Und das ist einfach so wie, ich will die ganze Energie, so, die du spürst vor dem Kampf, so auf. Brodle lassen, sozusagen, weißt du? Und wenn ich sie nachher brauche, wenn ich nachher anfange kämpfen, dann kommt sie und dann ist sie da. Und das sieht man auch, Mann. Legende. Sapro, wie fühlst du dich? Bro, easy, Bro, nur noch ein Spiel. Locker? Ja, cool. Oder? Und wie fühlst du dich gerade ab? Easy, Bro! Ja? Normal, ich bin mir voll. Also, die Sache ist was, ne? Also, nicht groß, also nicht speziell anders. ...77,08 kg für Chiquinha, Nosso Pedro und 77,24 kg für Maurice Abebe. Großen Applaus für Chiquinha, Nosso Pedro und Maurice Abebe! Also, wir spielen jetzt das Penisspiel. Okay, also, ja, Michi, du fängst ja durch, letztes Mal auch an. Penis. Penis immer lustig. Wir sind alle Boxer. Penis. Ich
Wegen Dennis, weißt du? Dennis und Bruder. Penis! Penis, Dennis! Penis! So. Das Finale gehört mir, Mann. Das NFC Series gehört mir, jeder weiß. Oh, Spinningberg-Elbow. Train as hard as you can, man. Don't sleep, brother, don't sleep. Und ich glaube, das war's. Klopft ab, das war's. Was für ein Kampf. Mit zwei der besten Weltergewichte Europas, das kann man ganz klar sagen. Jetzt hat er gesagt, ich bin ein Grappler. Jetzt versucht er das hier zu beweisen. He is the NFC Series welterweight champion from the red corner, Maurice Habibi. Ich will Danke sagen an mein Team. Ey, fuck, ich bin überglücklich, Mann. Ey, ich will Danke sagen an Team Benny, danke fürs Passmachen. Jonas, danke, dass du mir das Leben gekriegt hast. Wo ich reingekommen bin, kaputt ziehen, du hast mich immer noch willen. Sparring mit mir machen, Gregi, du weißt. 360, liebe euch, Mann. Danke alle, die gekommen sind. Dankeschön. 360, zeigen euch mal.